Hallo, willkommen zu meinem Film über schwarze Löcher mit der Fragestellung, sind denn die schwarzen Löcher wirklich die alles vernichtenden Monster im Universum? Der Film ist Bestandteil meines Blogs von navrat.wordpress.com. Den Link gebe ich in den Shownotes, in den Bemerkungen zu diesem Film an, sodass Sie dann auch jederzeit nachschlagen könnt und auch weiterführende Informationen, die ich dort eintrage, nachlesen und aufrufen könnt. Hintergrund dieser Fragestellung sind zum Teil auch ja Meldungen in Bezug auf die Teilchenbeschleuniger oder insbesondere in Betriebnahme des Large Hadron Colliders LHC, wo es doch Leute gab, die das Einschalten dieses Teilchenbeschleunigers verhindern wollten, weil dieser ja auch schwarze Löcher erzeugt oder beziehungsweise erzeugen kann und schwarze Löcher ja dann doch die Erde schädigen beziehungsweise vernichten. Ob sie es denn nun wirklich tun, würde ich gern hier darstellen, und zwar anhand des Programms, das jetzt hier auch zu sehen ist, Universe Sandbox hoch 2, das spricht Version 2. Mit diesem Programm ist es möglich, ja, das Universum zu simulieren, beziehungsweise ja, Systeme, Sonnensysteme zu simulieren oder sich einfach eigene Systeme, Planeten, Galaxien zu bauen und zu sehen, was passiert unter bestimmten Konstellationen. Und das möchte ich ganz einfach mal tun, anhand auch unseres Sonnensystems. Man sieht hier den Merkur, Venus, Erde und Mars. Da hinten schleicht der Jupiter vorbei. Das Ganze wird im Augenblick simuliert mit einer Geschwindigkeit von ja knapp 14 bis 15 Tagen pro Sekunde in diesem Programm. Wer Interesse hat an diesem Programm, der kann auch auf dem Clear Sky Blog von dem Stefan Gotthold nachschauen. Und beziehungsweise ich habe auch in meinem Blog schon ein oder zwei Artikel zu diesem Programm, wo dann nachgelesen werden kann, wie es so funktioniert und was man damit für Fragestellungen beantworten kann. Fangen wir einfach mal an, an unserem Sonnensystem ein bisschen herumzuspielen. Ich werde es ganz einfach machen. Ich werde die Sonne ersetzen durch ein schwarzes Loch und dann gucken wir mal einfach, was passiert. Fangen wir mal mit einem schwarzen Loch an, das die Masse unserer Sonne hat. Dazu werde ich erstmal die Sonne aus unserem Sonnensystem entfernen und jetzt ein entsprechendes schwarzes Loch hinein verpflanzen. Ich beginne halt mit einem schwarzen Loch, das auch exakt die Sonnenmasse hat. Und dann schauen wir mal, was denn hier passiert. So. So, man sieht hier sehr schön, kann man sich die Daten vom schwarzen Loch anschauen. Die Masse beträgt, ja genau, eine Sonnenmasse, und hier sieht man auch schon die Besonderheit von schwarzen Löchern. Das schwarze Loch in diesem Beispiel hat den Radius von 3 Kilometern. Ja, das entspricht auch ungefähr dem Schwarzschildradius einer Masse, die der Sonne entspricht. Das heißt, wenn man jetzt die Sonne schrumpfen würde, wenn es so gehen würde und die Materie immer weiter zusammenpressen würde, würde man dann quasi ab einem Radius von 3 Kilometern und weniger aus dieser Masse ein schwarzes Loch erzeugen. Das heißt, alles, was diese 3 Kilometer Abstand von dem Massemittelpunkt unterschreitet, würde in das schwarze Loch fallen und hätte keine Chance mehr hervorzukommen, also auch nicht das Licht. Aber man sieht schon, wir reden hier nur über 3 Kilometer. Die Planeten, die sich hier ja bewegen, sind ja extrem viel weiter weg. So, eine Einstellung muss ich hier noch vornehmen, dass nämlich das schwarze Loch sich nicht relativ bewegt. Und ich denke mal schon, Sie können sich jetzt vorstellen, was passiert. Halt, wieder zurück. Ich zeige mal die Erde an. Die Klima, im Normalfall haben wir jetzt in dieser Position, Entfernung der Sonne, eine Durchschnittstemperatur von 14,8 Grad. Auch ein schönes Feature in diesem Programm.
So, dann lasse ich jetzt einfach mal die Simulation weiterlaufen mit den 15 Tagen pro Sekunde. So, wie man sieht, die Umlaufbahnen bleiben unverändert. Ist ja auch eigentlich klar, das schwarze Loch hat, wie gesagt, die Masse der Sonne und es wirkt auf die Planeten im Prinzip dieselbe Gravitationskraft, als wenn wir unsere normale Sonne dort an der Stelle zu stehen hätten. Gut, dadurch, dass wir jetzt natürlich keine Sonneneinstrahlung haben, sieht man, dass die Erde jetzt hier vereist. Das wäre also schon eine Auswirkung, die wir hätten auf das Sonnensystem, wenn wir ein schwarzes Loch hätten. Es gäbe keine Wärmestrahlung, aber ob wir nun eine Sonne, wo unsere Sonne hier drin zu stehen haben, oder ein schwarzes Loch von der Masse der Sonne, macht auf die Planeten, was die Gravitationskraft und damit die Umlaufbahn angeht, keinen Unterschied. So, damit wäre mal die Frage, sind denn die schwarzen Löcher alles vernichtende Monster, schon mal ein bisschen relativiert. Denn es fällt ja jetzt hier nichts rein und wird nichts verschlungen. Es sei denn, es kommt ein Komet oder ein Lichtstrahl näher als 3 Kilometer an den Masseschwerpunkt des schwarzen Lochs heran. Dann, wie gesagt, würde das Objekt oder der Lichtstrahl entsprechend verschluckt werden. Damit kommen wir aber auch schon so zu einem ersten Ergebnis bezogen auf die schwarzen Löcher, die in den Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Die schwarzen Löcher, müsste man sich vorstellen, hätten eine Größe von, gut, müsste ich jetzt exakt nochmal nachlesen, aber Atomkern oder weniger. Also nicht von der Größe eines Atoms, sondern von einem Atomkern. Wenn man sich jetzt ein Atom klassisch vorstellt, als Kugel, dann besteht dieses Atom eigentlich aus nichts. Nehmen wir mal an, ein Atomkern hätte die Größe und den Umfang eines Fußballstadions. Dann war der Atomkern ein Reiskorn, das in dem Anstoßfeld mittendrin, dem Rasen liegen würde, und die Elektronen würden auf den Zuschauerrängen oder am Rand des Fußballstadions um den Atomkern kreisen. So, wenn man jetzt natürlich ein schwarzes Loch nimmt, das sogar vom Umfang her kleiner ist als so ein Atomkern und einfach auf ein Atom trifft, dann können Sie sich auch sehr leicht vorstellen, dass da nichts ist, worauf das schwarze Loch eigentlich trifft. Es fliegt eigentlich durch das Atom hindurch, ohne dass irgendwas passiert. Natürlich passiert es dann mal, wenn man einen längeren Zeitraum betrachtet, über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Jahren, dass dann so ein schwarzes Loch dann doch mal einen Atomkern erwischt und dementsprechend sich einverleibt und so natürlich über die Zeit schwerer wird und größer. Aber ehe es eine Masse erreicht, die irgendwie Einfluss auf die Erde hätte, überhaupt spürbar wäre für uns Menschen, müssen wir hier schon in 100 Millionen oder Milliarden Jahren Zeiträumen rechnen, so dass man sagen kann, so ein Teilchenbeschleuniger, wenn er mal ein schwarzes Loch erzeugt oder dauernd schwarze Löcher erzeugt, würden wir hier auf extrem lange Zeit nichts auf der Erde merken. Eher würden wir merken, dass sich die Sonne verändert, denn laut Lebenszyklus wird sich die Sonne im Laufe der nächsten Hunderten von Millionen Jahren aufblähen, weil der Wasserstoffanteil für die Kernfusion zurückgeht und durch die Heliumverbrennung sich die Sonnenhülle dann ausweitet. Das heißt, das wird unser eigentliches Problem in der Zukunft sein und nicht die schwarzen Löcher der Teilchenbeschleuniger. Ganz abgesehen davon, dass schwarze Löcher nach aktuellem Kenntnisstand verdampfen, die sogenannte Hawking-Strahlung, durch die Hawking-Strahlung Energie abgeben und so ein kleines schwarzes Loch aus dem Teilchenbeschleuniger verdampft dann innerhalb von wenigen Millisekunden eigentlich. Das ist dann auch nochmal nachzulesen als Beispiel auf dem Blog von dem Florian Freistetter, Astrodiktikum. Da habe ich einen Artikel verbloggt, wo er darum geht, wo er auf die Fragestellung eingeht, dass das LHC, der Large Hadron Collider, nicht gefährlich ist. Aber spielen wir mal ein bisschen weiter mit unserem Planetensystem. Wir werden jetzt mal das schwarze Loch ersetzen durch ein etwas schwereres schwarze Loch. Halt, wieder falsch geklickt. So,
Das schwarze Loch wird gelöscht. Und jetzt werden wir mal ein anderes schwarzes Loch einsetzen. Nehmen wir mal die 100-fache Masse der Sonne. So. Eingesetzt. Wenn wir nochmal die Relativgeschwindigkeit auf 0 setzen. So. Und da ich mir das Ganze vorher schon angeschaut habe und weiß, was passiert, werde ich mal die Ablaufgeschwindigkeit der Simulation auf einen Tag pro Sekunde heruntersetzen. So. Gut, die Erde ist jetzt aufgrund unserer Simulation eh schon auf minus 117 Grad vereist. Spielt dann jetzt auch keine Rolle mehr. Und starten wir jetzt die Simulation. So. Man sieht jetzt schon, was passiert hier. Die 100-fache Sonnenmasse hat schon eine erhebliche Auswirkung. Und von der Geschwindigkeit her, in Bezug auf Lichtgeschwindigkeit, ja, ein 3000stel der Lichtgeschwindigkeit hat die Erde erreicht. Was ist denn hier nun passiert? Klar, das schwarze Loch übt jetzt eine erheblich stärkere Kraft, Gravitationskraft auf die Planeten aus. Man sieht hier auch schon 300 Kilometer Schwarzschildradius. Und die Planeten sind innerhalb kurzer Zeit praktisch auf das schwarze Loch zugeschossen. Aber auch hier, sie sind nicht verschlungen worden, sondern halt beschleunigt worden und somit auch aus dem Planetensystem herausgeschossen. Hier sehen wir jetzt auch den Jupiter. Hier schauen wir mal, welche Geschwindigkeit hat er. 300 Kilometer pro Sekunde. Wir sehen, er nimmt erheblich an Beschleunigung zu. Aber auch er trifft jetzt nicht direkt auf das schwarze Loch, sondern umkreist es im engsten schießt im engsten Abstand um das schwarze Loch herum, wird beschleunigt. Ob das jetzt eine Bahn ist, die ihn aus dem Sonnensystem herauslenkt oder doch noch zu einer Ellipse wird, lässt sich jetzt auf die Schnelle nicht sehen. Was wir hier sehen am äußeren Rand, das ist hier die Oortsche Wolke, die quasi an den Grenzen des Planetensystems steht, aber jetzt zumindest bezogen auf die Geschwindigkeit, die wir haben, Ablaufgeschwindigkeit, nicht erkennbar, dass da was in das schwarze Loch stürzt. Ich beschleunige das Ganze mal. So, es geht auf 7, 8, 9, 10 Tage pro Sekunde. Aber man sieht jetzt zumindest in diesen Zeiträumen, es bewegt sich so ein bisschen drauf zu, aber es ist nicht so, dass alles wie wild in das schwarze Loch stürzt. Also auf die Frage, sind die schwarzen Löcher alles verschlingende Monster? Verschlungen hat das schwarze Loch jetzt hier zumindest am Planeten nicht sehr viel. Der Uranus bewegt sich jetzt gerade auch noch darauf zu. Aber es sorgt auf alle Fälle dafür, dass alle Massen, die in einer gewissen Entfernung sind, hier in der Größenordnung des Planetensystems, werden extrem beschleunigt. Und zumindest in diesen Fällen nicht verschlungen. Aber halt das Sonnensystem hat sich eigentlich hier an der Stelle aufgelöst. So gut wie alle Planeten haben das Sonnensystem jetzt verlassen. So. Wir sehen auch hier, sind so einige kleine Objekte, wahrscheinlich aus dem Planetoidengürtel. Die sind sogar eingefangen und umkreisen das schwarze Loch. Aber hier wurde nichts weiter verschlungen. So, dann wollen wir nochmal eine letzte Darstellung haben. Stoppen wir das Ganze. So. Jetzt mal die Sonne. Und jetzt werde ich mal ein schwarzes Loch, ein recht bekanntes schwarzes Loch einsetzen. Unser Sagittarius A, das ist das schwarze Loch, das im Zentrum der Milchstraße sich befindet und eigentlich recht, zwar bezogen auf schwarze Löcher, die bisher gefunden worden sind, recht durchschnittlich ist,
aber sagen wir mal von seinen Werten her doch recht beeindruckend. Wir sehen hier die 4-millionenfache Masse der Sonne und haben hier, was den Abstand angeht oder die Größenordnung angeht, einen Radius von 12 Millionen Kilometern. Da es nicht so fassbar ist, sagen wir mal genau ein Achtel des mittleren Abstands zwischen Sonne und Erde. Das sieht man auch hier sehr schön, wie doch gegenüber den 30 oder 300 Kilometern, dass das Schwarze Loch doch eine recht große Ausdehnung hat. Ich werde auch wieder die Relativgeschwindigkeit auf Null setzen. Und die Ablaufgeschwindigkeit ändern. Denn wie gesagt, ich habe mir das vorher schon mal angeschaut, auf 1 Minute pro Sekunde. Jetzt schauen wir uns mal die Erde an, und zwar dann auch bezogen auf mit welchen Geschwindigkeiten wir zu tun haben, wenn diese Masse auf die Erde wirkt. So, schon mal ein bisschen auszoomen und los geht es. So, wie gesagt, wir reden hier von 1 Minute pro Sekunde. Wir sehen auch schon den Merkur, wie er einstürzt. Und obwohl jetzt auch wirklich nur wenige Minuten vergangen sind, hat die Erde schon eine erhebliche Kursänderung vorgenommen, und wir reden hier auch schon von 12% der Lichtgeschwindigkeit, auf die Erde beschleunigt wurde. Wir sehen hier, die Venus ist eingeschlagen. Die Erde beschleunigt jetzt schon auf ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Und hier kann man dann wirklich schon sagen, das ist ein Monster. So, und jetzt trifft es auch unsere Erde. Auch der Mars wird schon erheblich beschleunigt. Aber man sieht hier, bezogen auf Jupiter, Saturn, Uranus und auch den Planetoidengürtel, zumindest in dem Minutenbereich, in dem die inneren Planeten jetzt schon auf das Schwarze Loch gestürzt sind, tut sich da noch nicht sehr viel. Der Mars ist jetzt schon einfach ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, und auch ihn wird gleich das Schicksal ereilen, dass er in das Schwarze Loch stürzt, und da ist es auch schon passiert. So, dann werden wir mal die Ablaufgeschwindigkeit ein bisschen beschleunigen. So, wir reden jetzt hier von 120 Minuten pro Sekunde, also 2 Stunden pro Sekunde. Man sieht ja, Jupiter und Saturn sind hier jetzt nicht verschlungen worden, aber sie sind mit erheblichen Geschwindigkeiten aus dem Sonnensystem herausgeschleudert worden. So, gucken wir uns mal den Uranus an. Da, das sieht ja interessant aus. Das hatte ich bei meinen ersten Versuchen gar nicht. Halt. So. So wie es aussieht, ist er in eine ganz enge Umlaufbahn um das Schwarze Loch gezwungen worden. Beziehungsweise jetzt ist der Uranus, glaube ich, auch verschwunden. So. Hier haben wir die Erde, glaube ich. Ne? Die Erde. Und hier sieht man auch schon, dass jetzt die Oortsche Wolke in das Sonnensystemzentrum zum Schwarzen Loch hineinfällt. Wir sehen ja immer noch einen Zeitraum von 2 Stunden pro Sekunde. Also hier kann man wirklich sagen, wir haben es hier mit Kräften zu tun, die dann doch dem Ausspruch des alles vernichtenden Monsters entsprechen. Fazit: Das Schwarze Loch charakterisiert sich über seine Masse. Und da wir es zumindest bei den schwarzen Löchern, die beobachtet werden in den Zentren der Galaxien, um Objekte handelt, die über Jahre, Milliarden hinweg Materie in sich aufgenommen haben, sind es natürlich dann diese
die großen Objekte, die mit einem entsprechenden großen Einfluss auf ihre Umgebung vieles vernichten und auf wirklich vielen hundert Milliarden Kilometern Entfernung schon einen Einfluss ausüben. Nun kommt natürlich die Frage, dann gucken wir mal wieder ein bisschen rein. Man sieht ja auch, dass die Kleinstobjekte nicht unbedingt alle in das schwarze Loch hineinfallen, sondern durchaus beschleunigt werden oder wieder zurückbeschleunigt werden. Also haben wir noch die Frage, naja, wenn dann so ein schwarzes Loch kommt in die Nähe unserer Erde, dann ist es doch mit uns auch sehr schnell vorbei. Dazu müsste es erstmal auch in unsere Nähe kommen. Wenn wir jetzt so ein schwarzes Loch nehmen von der Größe von Sagittarius, dann würden wir das schon bei erheblich großen Entfernungen merken, dass sich da was bewegt. Zwar sind wir sehr weit weg, wir sind sehr weit weg von dem schwarzen Loch unseres Milchstraßenzentrums, das heißt, wir bewegen uns mehr oder weniger in der Spiralbewegung um die Galaxie herum, sodass dieses schwarze Loch uns nicht gefährlich werden würde. Aber würde es noch ein anderes schwarzes Loch aus den Tiefen des Weltalls auftauchen und sich unserer Milchstraße nähern, so würden wir doch dann noch in, sagen wir mal, sicherer Entfernung merken, dass da was auf uns zukommt. Denn der Himmel wird ja schon recht gut beobachtet. Und Abweichungen von den bekannten, sagen wir mal, normalen Sternbewegungen würden wir schon merken, wenn sich das schwarze Loch noch weit von uns entfernt ist. So dass immer noch Millionen, Dutzende von Millionen Jahren immer noch vergehen würden, ehe das schwarze Loch in eine gefährliche Entfernung von uns kommen würde. Denn im Normalfall würde es jetzt natürlich nicht sich mit Lichtgeschwindigkeit oder mit relativistischen Geschwindigkeiten bewegen, sondern mit Geschwindigkeiten, die ein sofortiges Vernichten unseres Sonnensystems, wenn wir das schwarze Loch bemerken würden, dann eigentlich unwahrscheinlich machen. Ja, das war so ein erster Einblick in Bezug auf, was sind schwarze Löcher, welche Auswirkungen haben schwarze Löcher am Beispiel dieses Programms Sandbox Universe. Natürlich kann man noch viel mehr Szenarien durchspielen und normalerweise aus wissenschaftlichen Aspekten heraus müsste man natürlich dann extrem viele Situationen simulieren, um dann mal grundsätzlich zu sagen, was passiert, mit welchen Wahrscheinlichkeiten, wenn ein schwarzes Loch sich hier in unserem Sonnensystem sich befinden würde. Wenn ich jetzt das Gleiche nochmal machen würde mit den verschiedenen schwarzen Löchern, würde das zum Teil ein bisschen anders aussehen. Also es kann dann schon mal sein, dass bei einem schwarzen Loch der hundertfachen Sonnenmasse doch einer der Planeten dann doch mal direkt in das schwarze Loch hineinfällt. Während vielleicht dann bei dem Loch der Monsterklasse mehr Planeten hinausgeschleudert werden, wenn sie sich in bestimmten Konstellationen befinden und ich die Sonne austauschen würde. Aber man hat zumindest gesehen, ein schwarzes Loch heißt nicht, dass gleich alles verschlungen wird, sondern es hängt davon ab, wie groß seine Masse ist. Schwarze Löcher von der Größenordnung von Atomkern selber sind ungefährlich, beziehungsweise würden wir auch so gar nicht vielleicht merken. Und wie gesagt, im Mikrokosmos auf atomarer Ebene haben wir es nicht mit festen Kernen, Kugeln zu tun, sondern eigentlich mit so gut wie 100% nichts und Leere, weil so ein Atom ist eigentlich leer und hat nur innen drin einen Atomkern, und der so klein ist, dass es für ein schwarzes Loch schwierig ist, ihn überhaupt zu treffen. Gut, wenn noch Fragen sind, beziehungsweise Anmerkungen zu diesem Beitrag, oder ich vielleicht dann sogar noch vielleicht einige Korrekturen vornehmen soll oder nochmal bestimmte Konstellationen austesten soll, vermerkt es einfach im Kommentar im Film oder im Kommentar auf dem Blogartikel, den ich beim Film verlinke. Würde mich freuen,
Ja, ansonsten vielen Dank und tschüss.